Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video. Und zwar, ich bin in der Halle 3 und jeder weiß es, ich liebe Silvi und habe wirklich die Produkte schon im Wohnwagen gehabt und habe ja jetzt letztes Jahr im Oktober gewechselt zu einem teilintegrierten Wohnmobil. Und auch da ist das Geilste, was es gibt, einfach, wenn ihr wenig Stauraum habt und trotzdem Gläser, Geschirr mitnimmt, es klappert und so weiter, ja, dann kommt nämlich die Lösung von Silvi. Weil da könnt ihr nämlich richtig cool die Teller verstauen, die Gläser verstauen. Ja, ihr könnt euer Weizenbier aus Kristallgläsern trinken. Ihr könnt euren Kaffee aus Porzellantassen trinken, ohne dass das Ganze klappert. Ja? Und da bin ich nämlich jetzt gerade in der Halle 3 auf dem Stand von Silvi. Und ich sage jetzt einfach mal in die Runde, schönen guten Morgen zusammen. Ja? Also das Team ist immer motiviert und wirklich absolut freundlich. Und selbst der Chef ist am Staubsaugen, ne? Das muss man mal sagen. Ne? Und ja, ich wollte euch mal so ein bisschen die kleinen Neuigkeiten oder die großen Neuigkeiten vorstellen von Silvi. Ja, und wie gesagt, ihr habt es ja schon mitbekommen, ich bin absoluter Silvi-Fan, absolut begeistert. Und deswegen lasse ich mal die Kamera mal für euch sprechen. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen hier auf dem Caravan-Salon, hier auf dem Silvi-Stand. Wir haben uns viel, viel zu Herzen genommen, was ihr letztes Jahr uns mitgegeben habt. Also, das Allerwichtigste hier auf dem Caravan-Salon sind unsere Salz- und Pfeffer-Gewürzmühlen mit Keramikmalwerk. Das ist eines unserer wichtigsten neuen Produkte. Ihr habt es euch gewünscht, wir haben es umgesetzt. Das Erste. Das Zweite, ihr habt uns gesagt, hey, bringt ein bisschen mehr Farbe ins Spiel. Und ja, haben wir gemacht. Tolle Pastellfarben sind jetzt mit dabei. Die 21 cm Bowls in Elfenbein und auch in Waldgrün. Natürlich zieht sich alles bei Silvi gegenseitig an. Es kann nicht mehr klappern, nicht mehr scheppern und alles bleibt an Ort und Stelle. Natürlich braucht man auch das ordentliche Besteck dazu. Und zwar nicht magnetisches Besteck, weil es macht keinen Spaß, wenn hier Suppe drin ist, sondern es macht Platsch und die ganze Suppe spritzt durch die Gegend. Und das war so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hatte. Wir haben Tortellinis gemacht, eine Schinken-Sahne-Soße und die aus den Tellern zu essen mit wirklich normalem Besteck. Das hat man, und dann hast du die Tortellini hochgehoben, auf einmal bam, ist über den Tisch geflogen. Ja, also ich muss sagen, man hat das geil. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie so besoffen, wenn man ja, das macht. Genau. Ja. Genau. Und wir haben reagiert, wir haben ein tolles Besteck entwickelt. Hochwertiges Besteck, nicht magnetisch. Ja. Und gerade ausverkauft leider, aber in 2 Tagen wieder verfügbar. Genau. Und das ist ja das Schöne. Silvi entwickelt sich immer weiter, immer neue Ideen. Ja, und das finde ich an euch echt so toll. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch mit unserem Partner, vielleicht kennt jemand Zeltmann Wein, ist ja auch eine Weltmarke, Frühstücksteller entwickelt und natürlich auch Speiseteller entwickelt. Und die Kombination finden wir halt auch so schön. Das ist Aprikot, das ist zum Beispiel Ocean in diesem Blau. Und das kann man auch wunderbar natürlich auch zusammen auch mixen. Also wir bringen jetzt tatsächlich richtig, richtig tolle Farben auch ins Campingleben mit rein. Ja, und eines unserer wichtigsten Produkte auch hier auf der Messe. Dann geht's weiter. Ich habe gesagt, hey, wir wollen Aperol trinken, wir wollen Limoncello Spritz trinken, wir wollen Rotwein trinken. Hier sind sie, unsere neuen großen Weingläser. Universal einsetzbar. Aus Kristall. Aus Kristall. Wahnsinn. Und natürlich auch ganz neu die Silvi Strohhalme dazu. Mhm. Gasstrohhalme mit Bürste mit dazu, extrem nachhaltig. Wir befinden auch ein ganz, ganz tolles Add-on für unsere Produkte. Ganz, ganz wichtig auch, jetzt gibt es auch die Longdrink-Gläser auch in Slim-Ausführung. Wir haben viel Feedback bekommen. Hey, eure bestehenden Longdrink-Gläser sind top, aber die sind etwas bauchiger. Wir brauchen noch platzsparende Lösungen. Deshalb diese schlanken neuen Kristallgläser, ebenfalls von Schott-Zwiesel, mit dieser schlankeren Form. Genau, dann geht's weiter. Ich nehme dich mit. Und zwar haben wir hier natürlich auch ganz, ganz neu unsere Gourmet-Teller entwickelt. Gourmet-Teller aus dem Grund, Suppe raus, Salat raus, Nudeln raus, also auch ein tolles Universalteller. Und hier kommen wir ins Spiel für die ganzen Damen, die es natürlich auch schön einrichten wollen. Unsere Food Bowls, ebenfalls in Elfenbein, Weiß und in Waldgrün verfügbar. Und schaut euch das mal an. Platzet auf den Tisch. Hier die Schale auf den Tisch, Obst rein und los geht's. Die kann genau so stehen bleiben, wie sie jetzt da steht. So, jetzt gehen wir hier rüber. Hier haben wir die ganze Porzellanwelt, hier haben wir die ganze Feinkostgläserwelt. Hier haben wir die ganze Kristallglaswelt, Hightech-Kunststoffwelt. Und jetzt auch ganz neu, dass die Henkeltassen auch direkt bedruckt sind. Wir haben eine Umfrage gemacht auf, über Typeform. Und es haben über 1800 Kunden von uns mitgemacht und haben sich neue Motive gewünscht. Schaut mal hier. Richtig, richtig tolles neues Campingmotiv und ja, läuft auch mega hier auf der Messe.
ist eines unserer wichtigsten Produkte, unser To-Go-Cup in der Henkelform. Ist ja super fürs Armaturenbrett, einfach Pad drauf, Becher drauf und los geht's. Ja. Genau. Ich finde eure Produkte einfach der Hammer, muss echt sagen. Ja, ich habe den Wohnwagen ja damals ausgerüstet damit und das Wohnmobil hat nur noch Silvi an Bord. Ja, perfekt. Weil das, so muss es sein. Die Leute sagen zwar, es ist ein bisschen teurer, ja. Ja, aber man muss dazu sagen, man hat Qualität und es rappelt nichts. Und du hast Verstaumöglichkeiten, die du vorher nicht hast. Ich sage zu unseren Kunden auch immer, kauft ihr nicht nur hochwertige Gläser mit in Germany, sondern ihr kauft ja auch eine Verstaulösung direkt mit. Die meisten können es wirklich nicht glauben, wie alle, die in deinem Kanal vielleicht auch neu zuschauen. Ablösbar, die Pads. Abwaschbar, du kannst die in den Sand reinschmeißen, nimmst sie raus, wäschst sie mit klarem Wasser aus, 5 Minuten später klebt das Teil wieder. Und die meistgestellteste Frage hier bei unserem Messestand ist, ja, jetzt Moment mal, jetzt wenn ich das Weinglas hier abstelle und ich fahre über Schotterpisten, Kurvenfahrten, eine Bremsung und so weiter und so fort, ja, dann fällt ja alles um. Nein. Also, ADAC-Fahrsicherheitstest, der Herr Ingenieur hat es nicht geschafft, dass unsere Gläser umhaut, geschweige denn irgendwie was zum Klappern bringt. No way. Und ich kann bestätigen, ich habe es auf dem Schlauchboot getestet. Ja, stimmt, genau mit dem Pad. Und ich bin damit über 40 km/h über die Adria gebrettert, um es zu testen, unabhängig davon. Und es hat funktioniert. Es ist nichts runtergeflogen, nichts. Das Wasser war sogar nach drin meiner Frau. Ne? Das war der Hammer. Wir haben jetzt gerade auch für größere Kaffeemaschinen, ihr kennt bereits unsere Kaffeemaschinen-Bundle. Mhm. So, und jetzt haben wir auch tatsächlich Pads entwickelt. Die haben nicht nur Metallfolie drin, sondern wirklich blankes Metall drin. Sind aber auch wieder durch die Gelschicht mit einem kleinen Löffel, dass du einen kleinen Hebel hast, wieder rückstandslos wieder entfernbar. Okay. Die haben jetzt deutlich mehr Power, deutlich mehr Bums. Jetzt, wenn du die Magnete anbringst, unten an die Kaffeemaschine und dann unser Power XXL-Pad mit dazu, dann hast du deutlich mehr Zugkraft und dann hält auch eine größere Kaffeemaschine. Ja. Also ganz, ganz wichtig, ganz neues Produkt hier auf der Messe. Ihr seht eh, haben wir voll aufgefüllt. Das ist für kleinere Gegenstände. Also egal, ob das jetzt ein Seifenspender ist, ob das jetzt eine Klobürste ist, ob das jetzt eine kleine Vase ist, das ist unser ganz normales Powerband mit den flexiblen Pads. Und wie gesagt, dieses XXL Super Strong ist eben dann auch für Kaffeemaschinen mitentwickelt. Ja. Und das Ganze habe ich ja getestet. Ich habe Probleme gehabt mit der großen Kaffeemaschine. Genau. Gebe ich euch recht, hat immer gewackelt, das war immer ein bisschen blöd. Ja. Hat aber gehalten. Ja. Und ich denke mir, dass das wirklich das Perfekte ist für die Großen. Ja? Genau. Ich habe jetzt umgestellt auf eine kleine, die ist Bombe, muss ich sagen. Ja. Und, hast du einen Espresso oder was hast du für einen? Ich habe einen Espresso super. Jetzt. Ja. Und vorher hatte ich eine größere mit so einer großen Padmaschine, Top. Wo diese großen Pads reinkamen. Mhm. Und also ich bin begeistert. Ne? Also Olli, danke für das tolle Feedback. Ja. Auch deiner Community, herzlichen Dank. Also wir erleben hier gerade einen mega krassen Erfolg und sie haben das erste Wochenende komplett überrannt hier. Mhm. Also wirklich wild und ich bin super stolz darauf, dass wir so Gas geben können, dass wir neue Produkte entwickeln können. Dank euch, weil ohne eure Unterstützung, euren Support wäre es nicht möglich. Genau, und wie gesagt, ihr geht auf die Community ein, ihr geht auf die Wünsche ein der Leute, ja, und das finde ich so toll. Ihr entwickelt euch weiter, habe ich ja schon gesagt, ja, und eure Produkte. Wirklich richtig geil, muss ich sagen, ne? Also top. Und ich bedanke mich für dieses kleine Video, das wir jetzt mal zusammen gemacht haben. Es musste sein, ja, ich habe es versprochen. Und ihr dürft gerne zu mir in Wilma kommen, ins Wohnmobil, stehe auf P1, da könnt ihr euch mal überzeugen. Ich habe überall Silvi die Teller oben am Regal festgebracht, ja, damit da auch wirklich, ich habe da mehr Stauraum, es fällt nichts runter. Selbst bei meinem Wohnwagen hatte ich eure Biergläser aus Kristall oben überhalb der Rundsitzgruppe und es ist nichts runtergefallen. Gar nichts, nicht ein einziges Mal. Ganz wichtig noch, vielleicht abschließend, kopfüber immer die Metallleiste verwenden. Ja. Alles, was horizontal ist in der Schräge, reichen unsere Untersetzer vollkommen aus. Genau. Kopfüber immer die Metallleiste. Ja, genau. Super. Vielen Dank. Danke dir. Ja, ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr es getan habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr und wir sagen jetzt einfach ciao, tschüss. Servus aus Düsseldorf. Ciao, ciao.